Wir haben auch hin und wieder ein bei der Olympiade reingeschaut, zum Beispiel auch am Freitagabend. Und ich bin eigentlich nicht der, der sich für Kugelstossen interessiert. Weder bei den Männern noch bei den Frauen. Ich finde es einfach ein bisschen, ja. Ich habe lieber etwas, das wirklich Action ist. Wir haben aber gleich ein bisschen geschaut, bei den Frauen. Irgendwann ist mir aufgefallen, es hat der Deutsche. Den Nachnamen haben wir nicht merken. Es gibt auch bei den Deutschen Namen, die ich mir nicht so einfach merken kann. Vorname ist noch Jemisi, das bin ich nachher noch googeln, weil ich gesehen habe, sie hat eine Halskette mit einem Kreuz. Ich weiß nicht, wer von euch das dann auch mitbekommen hat. Sie hat ja gewonnen. Sie hat dann, nachdem sie gewonnen hat, noch einen Zettel aus ihrer Tasche rausgenommen mit einem Bibelvers drauf. Wir haben es 3,16. Und gestern habe ich dann noch gelesen, habe sie bei der Medienkonferenz noch einen Gospelsong gesungen. Ich finde das noch eindrücklich, wie gewisse Athleten auch dann, gerade dann, wenn sie gewinnen, Gott ehren. Wir alle können immer wieder ein bisschen Weisheit brauchen. Und je weiser wir werden, desto besser leben wir. Je mehr wir von Gott wissen, desto mehr göttliche Weisheit haben wir. Und der König Salomo sagt über Weisheit: Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ich möchte heute darüber reden, was Ehrfurcht vor Gott oder vor dem Herrn ist, wie das im Alltag aussieht und was das uns selber für Nutzen bringt. Das Erste, was ist Ehrfurcht vor dem Herrn? Wenn wir Gott kennen, können wir in Ehrfurcht wachsen. Menschen, die Gott nicht kennen, fürchten ihn nicht. Der Tozer sagt es so: Wenn die Menschen Gott nicht mehr fürchten, verstoßen sie ohne zu zögern gegen seine Gesetze. Die Furcht vor den Konsequenzen schreckt nicht ab, wenn die Furcht vor Gott verschwunden ist. Es gibt Christen, die sich nicht gross darum kümmern, was Gottes Willen ist. Und sie machen, was sie wollen, und sie sagen sich: Gott wird vergeben, Gott ist gnädig, Gott ist Liebe. Und sie machen sich keine Gedanken darüber, dass sie damit Gott betrüben. Es gibt Menschen, die das Konzept von der Gottesfurcht ablehnen. Sie reden nur darüber, dass Gott Liebe ist. Ja, Gott ist Liebe. Oder sie sagen, dass Gott gnädig ist. Ja, Gott ist gnädig. Aber das negiert oder leugnet nicht das gesamte Konzept von der Gottesfurcht. Sogar Jesus hat von der Gottesfurcht geredet. Ich will euch sagen, wenn ihr wirklich fürchten sollt: Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Das Problem von vielen Leuten ist, sie haben mehr Angst vor den Menschen als vor Gott. Gott kennen bedeutet, sein Wirken in unserem Leben verstehen, unsere Verantwortung kennen, wenn wir seine Stimme hören, dass wir dann darauf reagieren. Als Jesus auf dieser Erde war, war er 100% Mensch und 100% Gott. Und doch als, sagst du mal so, Gottmensch begegnet er Gott mit göttlicher Ehrfurcht. Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war.
Ehren und Gehorsam sein, sagt der Vers, ist mehr als einfach ein bisschen jemanden respektieren. Der Jesaja sieht Gott auf einem gewaltigen Thron sitzen. Der Saum von seinem Gewand füllt den ganzen Tempel aus. Und dann ruft der Jesaja: Ich bin verloren. Gott zu kennen bedeutet, vor Ehrfurcht zu zittern, weil wir wegen Gottes Gegenwart so überwältigt sind. Gott ist heilig. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er thront im Himmel und herrscht über alles. Er durchschaut alle Menschen. Nichts entgeht seinem prüfenden Blick. Gott sieht alles. Wir können nichts vor ihm verbergen. Es gibt Menschen, die ihren Mitmenschen gegenüber vielleicht nicht immer ganz ehrlich sind. Aber vielleicht merken das die Mitmenschen nicht immer. Aber Gott sieht nicht nur, was wir tun, er weiss auch, warum wir es tun. Es gibt Menschen, die das nicht so gerne hören, aber auch das ist Wort Gottes. Der Herr ist zuverlässig und gerecht, deshalb liebt er alle, die sich an das Recht halten und aufrichtig nach seinem Willen leben. Sie werden ihn einst schauen. Ist uns bewusst, wie gross Gottes Liebe zu uns ist, dass es uns nicht nur ein bisschen gegeben hat, sondern auch, wie es im Neuen Testament heisst, dass wir übergossen sind mit seiner Liebe. Und die Ehrfurcht vor Gott ist nicht etwas, das uns von ihm irgendwie wegziehen sollte. Oder dass wir vor Ehrfurcht auf die Knie fallen und nicht mehr wissen, wie wir reagieren sollen. Sondern sie sollte uns zu ihm hinziehen, damit wir ihn anbeten. Seine Herrlichkeit, seine unerschütterliche Liebe zu uns erwartet eine Antwort von uns. Eine Antwort vom Glauben und vom Lob. Eine tiefe Liebe, die ihn niemals beleidigen wird oder auch sein Wort nie wird verletzen. Und eine Frage, die mir vor allem in letzter Zeit immer wieder hilft, ist: Würde ich dieses auch sagen oder jenes tun, auch dann, wenn Jesus neben mir steht? Der heilige Gott, der das Universum geschaffen hat, lässt uns ein, ihm nahe zu sein. Und so kommen wir zum zweiten Gedanken. Wie sieht das jetzt aus im Alltag, Gott zu fürchten? Dazu ein paar Punkte von John Lindell und Michael Reeves. Ehrfurcht vor Gott bedeutet, ihm das Lob und die Anbetung zukommen zu lassen, die er verdient. Das kann bedeuten, dass wir unsere Hände sollen in die Höhe heben. Wir haben in der Bibel genug Aufforderungen dazu, auch genug Beispiele, auch im Alten Testament, von Kämpfen und wo Leute der mit die Höhe gehebt haben und es dann gewonnen haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ich kann nicht singen, aber es ist kein Wettbewerb, den wir gewinnen müssen. Und ich bin sicher, dass Gott unsere Stimme gefällt, so wie sie ist. Wer er ist, verdient eine stimmliche Reaktion, eine emotionale Reaktion und auch eine körperliche Reaktion. Es gibt Leute, die sagen, ich behalte meine Freude für mich, ich tue mich innerlich freuen. Aber das wäre, wie wenn wir im Fußballstadion wären oder im ZSC bei einem Heimspiel oder vielleicht auch im Theater, im Ballett oder sonst irgendwo. Und der Artist oder der Athlet würde nichts von unserer Freude spüren. Oder wie wenn ein Weitspringer, was ich auch gesehen an der Olympiade, dann irgendwie beide Hände so über den Kopf nimmt und die Zuschauer auffordert zum Klatschen, zum Anführen. Und wenn ich mir so vorstelle, er macht das und im Publikum bleiben einfach alle regungslos sitzen. Gott fürchten bedeutet auch, ihm zu gehorchen, egal was es kostet oder ob es uns etwas nützt oder nicht.
Menschen überlegen manchmal, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt in die Kirche gehe? Was habe ich davon, wenn ich in der Bibel lese? Was habe ich davon, wenn ich jetzt das mache, was Gott sagt, was ich machen soll? Wenn es Gott möchte, dann tun wir es einfach. Und wahrscheinlich werden wir sogar davon profitieren. Es kann aber schon sein, dass es uns etwas kostet. Es kann sein, dass wir vielleicht für die Wahrheit einstehen müssen. Oder dass wir missverstanden werden. Oder dass wir sogar vielleicht sagen müssen, ich setze mich jetzt bewusst für die Wahrheit ein. Ich möchte Gott gehorchen. Ehrfurcht vor Gott bedeutet auch, ihm jeden Teil von unserem Leben zu geben. Er kommt meine Zeit über, er kann über mein Geld verfügen, so kann ich ihn ehren. Gott fürchten bedeutet auch, die Autoritätspersonen, die Gott über uns hat, zu ehren und zu respektieren. Manchmal werden Politiker in Leserbriefen kritisiert. Ich habe für mich entschieden, dass ich dafür beten würde, dass Gott diesen Politiker Weisheit gibt. Dass er ihnen hilft im Alltag, die haben Familienprobleme. Dass die Politiker das Gute für unser Land, für unsere Stadt oder unser Dorf suchen. Ob ich mit ihnen einverstanden bin oder nicht, oder mit ihrer Partei sympathisieren oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn wir Gott fürchten, erkennen wir an, dass jeder, der eine Autorität inne hat, von Gott dort eingesetzt worden ist, ob es uns gefällt oder nicht. Gott fürchten heisst auch noch, wir lieben unsere Mitmenschen, so wie Jesus sie liebt. Es gibt vielleicht Leute, die mögen wir nicht. Und es fällt uns schwer, die zu mögen. Aber wir können Gott bitten, uns Liebe für die Leute zu geben. Und wir sind dann vielleicht überrascht, was das Gebet ausmacht. Gott fürchten heisst auch, unsere Gedanken mit guten Gedanken zu füllen. Oder dass wir seinem Wort gegenüber aufmerksam sind. Sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Weisheit kommt durch sein Wort. Wir denken über sein Wort nach, nicht nur am Sonntag. Wir lieben sein Wort. Was Gott wichtig ist, soll mir auch wichtig sein. Und wenn die Bibel sagt, dass wir etwas machen sollen, ich sage es jetzt halt nochmal, die Hände in die Höhe heben, dann machen wir es. Auch wenn wir es uns nicht gewöhnt sind, weil es vielleicht in unserer Kultur nicht so gemacht wird oder in unseren Kirchen oder dort, wo wir herkommen, nicht gemacht wird. Wir machen es, weil die Bibel sagt, dass wir es machen sollen. Wir weihen uns selber. Damit ist gemeint die Trennung von Sachen, die uns nicht gut tun. Sachen, die unsere Beziehung zu Gott hindern können. Weihen hat die Bedeutung von Heiligung, Heiligkeit, Reinheit. Ich möchte in einer heiligen Beziehung mit Gott leben. Ich möchte keine Sachen in meinem Leben dulden, die mich irgendwie im Glauben hindern können oder wo ich damit zu kämpfen habe, weil ich es irgendwie in mein Leben hineingelassen habe. Ich achte darauf, untadelig zu leben. Wann wirst du zu mir kommen? Mit redlichem Herzen lebe ich unter denen, die mich umgeben. Ich befasse mich nicht mit Unheilsplänen. Gottes Gebote zu übertreten ist mir verhasst. Niemand soll mir das nachsagen können. Ehrfurcht vor Gott bedeutet auch, wir entwickeln ein reines Gewissen. Die Welt hat ihre Philosophie, ihre Ideologie
und seine Werte. Der Paulus sagt, darum wollen wir Gott, vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Christen geraten manchmal in schwierige Situationen, in Situationen, die sie sich gar nicht selber ausgesucht haben. Es gibt einen Streit in der Familie um ein Erbe. Wir werden vielleicht bei einer Beförderung übergangen. Das heisst nicht, dass solche Situationen okay sind. Aber die Bibel sagt, dass wir für unsere Feinde beten sollen und unsere Mitmenschen sollen segnen. Was passieren kann, ist, dass Christen sagen, Gott, du weißt, was passiert ist, du sagst, dass ich beten soll, aber ich glaube, du verstehst, wenn ich das nicht so machen kann. Und sie versuchen dann irgendwie durch die Situation durchzukommen. Statt Gott um Hilfe zu bitten. Gott versteht unsere Schwächen. Aber er möchte, dass er unser Herz verändern kann und dass unser Herz auch in dieser Situation seine Liebe weitergeben kann. Und wir wollen nicht, dass unser Gewissen weniger rein ist, als es Gott hat wollen haben, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus ist am Kreuz gestorben, so dass wir ein gereinigtes Herz und ein klares Gewissen haben. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und als Letztes, eine Sensibilität für Gott haben. Ich muss sagen, an dem Punkt haben wir länger überlegt und mit Gott gerungen, wie ich es formulieren kann und ob ich überhaupt soll. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott in euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Der Paulus sagt da, dass wir den Heiligen Geist traurig machen können mit unserem Verhalten. Und an anderer Stelle sagt der Paulus, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Wir können ihn hindern, indem wir nicht positiv auf sein Wirken reagieren. Zum Beispiel fordert er uns auf, jemandem anzuläuten oder zu schreiben oder für eine Person zu beten, und dann machen wir es nicht. Vielleicht können wir das nächste Mal beten, Herr, wenn der Heilige Geist wieder zu mir redet, möchte ich gehorchen. Das nächste Mal, wenn du sagst, dass ich etwas tun soll, mache ich es. Ich will nicht warten. Ich will es tun. Jetzt haben wir gesehen, was die Ehrfurcht vor dem Herrn ist und wie das in unserem Leben aussieht. Und jetzt schauen wir noch an, was der Nutzen für uns ist. Und das ist der erfreuliche Teil der Predigt. Es gibt ein paar verblüffende Vorteile. Das erste, Weisheit, natürlich. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Manche Menschen lernen etwas, wenn sie zurückschauen und sich sagen, hoppla, nächstes Mal mache ich es nicht mehr so. Wie viel besser, wenn wir Einsicht haben oder können vorausschauen. Wenn wir Gott fürchten, lenkt er unsere Schritte, unsere Gedanken, unsere Gelegenheiten, er lenkt, wie wir reagieren.
Die Ehrfurcht vor dem Herrn gibt uns Einsicht. Es lässt uns vorausschauend sein. Es gibt Verständnis für eine Situation. Es hilft uns, unterscheiden. Sie gibt uns Informationen, die wir aus uns heraus selber nicht haben würden. Warum? Gott sagt, sie fürchten mich, darum gebe ich ihnen Informationen und Einsicht. Und dann treffen wir gute und göttliche Entscheidungen. Wir sind weiser. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, wissen wir eher, wenn wir etwas sagen sollen und wie wir es sagen sollen oder wenn wir etwas nicht sagen sollen. Wir priorisieren die Sachen in unserem Leben, weil wir wissen, was Gott wichtig ist. Und wir führen auch ein produktiveres Leben. Weil wir so Gott ehren. Und durch das legt er seine Hand auf unser Leben. Und dann ist es so, wie wir es zum Beispiel beim Josef in der Bibel sehen, dass andere Menschen sehen, dass Gott mit uns ist. Als Salomo um Gott um Weisheit gebeten hat, hat er gesagt, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Ich möchte deine Stimme hören. Wenn man Gott fürchtet, hören wir seine Stimme. Er wird sagen, mach dieses, mach jenes nicht. Das Zweite ist Freundschaft mit Gott. Das ist erstaunlich. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Wenn wir das Gott unser Freund ist, wir müssen nur Ehrfurcht vor ihm haben. Wenn wir das Gott uns Sachen sagt, die er nicht allen sagt, die gute Nachricht heisst der Vers so, der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Gott sagt, ich rede zu dieser Person, weil sie mir mit ihrem Leben gefallen wird. Weil sie sich mir nähert, will ich mich dieser Person auch nähern. Wir dürfen mutig vor den Thron von der Gnade kommen, wenn wir seine Hilfe brauchen. Der Feind sagt uns zwar vielleicht, bist du sicher, dass Gott dir helfen wird? Warum sollte er auf dich hören? Aber wir dürfen Zuversicht haben, weil wir mit allem, was uns möglich ist, Gott lieben. Ein anderer Benefit ist Schutz. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Es ist, wie wenn Gott um uns herum campieren würde. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Er umgibt uns, er ist über uns, links und rechts, oben und unten uns, vor uns, hinter uns. Wir dürfen wissen, Gott ist mit uns und erwacht über uns. Wir haben auch Sicherheit und Stabilität. Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit. Er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein. Gott kümmert sich um unsere Sachen. Wir müssen uns nicht sorgen. Viele Menschen haben Sachen, die sie verunsichern. Aber wenn wir Gott ehren und fürchten, wird unsere persönliche Verunsicherung kleiner. Und noch ein Punkt, Vorsorge. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Gott sagt, sie ehren mich, darum tue ich sie auch ehren. Sie achten auf mich, darum wache ich über sie. Sie möchten mir dienen, ich kümmere mich um ihre Sachen. Und die Sachen, die sie brauchen. Wenn wir Gott ehren, bereiten wir den Weg für seine Vorsorge. Und Gott gibt oft mehr, als wir erbitten oder auch benötigen. Gott ist ein grosszügiger Gott.
Gott ist besser zu uns, als wir das oft selber sind. Und darum möchte ich, dass nichts zwischen Gott und mich kommt. Nichts, was mich davon abhalten könnte, zu sagen, ich bin voll dabei, nicht nur 50% oder 80%, ich bin voll dabei. Mit meinem ganzen Herz, meiner ganzen Seele, meinem ganzen Verstand, meiner ganzen Kraft. Das Letzte, Erkenntnis. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Gott kennen ist der Schlüssel zu so vielen Sachen. Der Michael Reif sagt, die Herrlichkeit des souveränen Herrn ist gewaltig, lebendig, schillernd. Ihn nicht zu fürchten wäre eine blinde Torheit. Jede Gotteserkenntnis, die ohne dieses furchterregende Wunder auskommt, ist eigentlich unfruchtbar. Gott zu kennen bedeutet, seine Gegenwart auf wunderbare und furchterregende Weise zu bewundern und sich gleichzeitig so zu ihm hinzogen fühlen, dass wir ihn immer mehr lieben. Und wenn das geschieht, bringt das eine Weisheit. Es ist der Anfang von der Weisheit und all den anderen Sachen, die Gott in unserem Leben tun möchte. Möge Gott uns helfen, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für deine Güte, für das, was du tust. Wir danken dir für deine Weisheit. Wir beten, dass wir dich lieben und ehren. Inspiriere unser Herz, damit wir dir so nahe wie möglich sein können. Wir freuen uns und sind gespannt, was du tun wirst. Amen.